Hallöchen Leute, ich bin Björn Mark und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Opening von Pokémon Trading Card Game Boostern. Und zwar Flammende Finsternis natürlich wieder. 12 Booster, hier habe ich hier wieder am Start. Mal gucken, ob hier die Rettung drin ist. So, ich mache das mal hier abseits auf. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe, es hilft auf jeden Fall, die Geräuschentwicklung zu dämmen hier, wenn ich das Pack aufmache, weil das Mikro da ist. Mal schauen, ob es so besser ist. Dann mache ich das einmal so. Ganz einfach und passt. Bautz und Pummeluff sehe ich auf jeden Fall zum ersten Mal hier. Schraubdor, Kramor, hier geben sich die Pokémon, die Flug-Pokémon-Entwicklungen, die letzten. Auf jeden Fall. So, Jungblut hatte ich auch noch gebraucht. Habe ich ja nur Flamly und Logok bekommen. Aber jetzt hier auch Jungblut am Start. Sonst, ja gut, ein paar neue Sachen auf jeden Fall. So. Booster über Booster wird hier geöffnet, um die, das beste mögliche Ergebnis zu erzielen. Ja, hoffen es halt. Ja, da bleibt ja die Codekarte fürs Trading Card Game Online drinnen. Das gefällt mir gar nicht, sonst habe ich den noch nur sicher weg. Lockups hatten wir das schon. Ich glaube, Schnutthelm hatten wir, ne? Na gut, dann sind wieder ein paar neue Sachen dabei. Eine neue Sache zum Beispiel, zumindest Fritzeblitz, ich leg das zu weit rüber. Jetzt habe ich da immer Platz irgendwie da links. Ja, ein bisschen was. Okay, dann kann ich es auf jeden Fall ein bisschen weiter rüber legen. So, da haben wir Melmetal. Dann haben wir gleich mal die Entwicklung von Melmetal auch noch. Lunastern habe ich da schon gehabt, ich weiß gar nicht. Was sonst noch so tolles ist der hier. Also alles eigentlich super. Wow. Okidoki, achso, ich wollte schon reinhalten, aber. Dann habe ich mich erinnert, dass ich das ja weiter weg machen will, damit er das nicht zu laut wird. Im Mikro, yay! So. Neues Zeug, hoffentlich mal ein paar Gelatinien-Entwicklungen. Und Stolos. Mortipot schon wieder, na gut. Da habe ich ja die riesige Wii-Karte aus dem einen Superpack da, das es da gegeben hat bei Clash der Rebellen, oder war das einfach nur allgemein so? Ja, auf jeden Fall gab es das da. Ein Mortipot wie in Riesenkarte, das steht da drin. Egal. ist was Tolles dabei? Eher wenig. Was? Ja. Nicht das Beste. Soll ja auch mal vorkommen, aber dadurch lasse ich mich nicht beirren. Und mache einfach das Deck richtig auf, dass ich einfach so machen kann. Wow, das ging sehr schnell. Das habe ich nicht gedacht, dass ich das mal so schnell schaffen werde. So, naja, egal. Soll ich das aufmachen eigentlich? Auch im Video machen oder mache ich zuerst auf und dann wende ich mich wieder euch zu? Colorful Pichian, das sieht cool aus auf jeden Fall. So schneemannmäßig. Naja, gut. Wenn es meint, ne? Also, ist einmal nicht schlecht. Wenn wir was Neues mal wieder. Und Micro als Reverse Holo. Gut. Ja, reg ich mich mal nicht auf drüber. So, muss nicht unbedingt im Video sein, denke ich mal einfach mal. Darum habe ich es jetzt schon mal aufgemacht und jetzt kann ich es direkt hinlegen. Ich glaube, das ist sogar gescheiter. Also wenn ich da die ganze Zeit reden muss, wenn ich das Päckchen aufmache und... Ja, Hankabuno in Reverse Holo, gut. Ein Stolok, da habe ich jetzt mal die mittlere Entwicklung von Stolunia und so. Und Co. und so. Ja. Ganz okay. Ein alter PC. Na wow, Wahnsinn. Ja, so hat der früher ausgeschaut. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Mit diesem Knüppel da. Ja, das war damals noch ganz anders. So, was aber... Ich habe keine Ahnung, was ich vorher gesagt habe. Aber was nicht klar ist, ist, warum ich nicht so... Warum ich gar keine super V-Karten mehr kriege. Keine super seltenen. Level 3, ne? Zumindest was. Zumindest was Neues und selten. Und die vertraute Glocke, die ist mir so verdauert, dass ich die schon. Ach, die, ja, die nehme ich jetzt mal mit, wenn ich Vertrauen brauche. Ja. So, ich habe da vorher Hooper bekommen in Reverse Holo, das wusste ich gar nicht. Das ist doch irgendwas, das ist doch was Cooles, oder? Keine Ahnung, warum das jetzt nicht aufgefallen ist, weil es halt so, ja, wie Kleptifuchs eigentlich ist, die Karte. Naja, habe ich mir gedacht, das ist ja nichts Besonderes, aber es ist super, also ja, gut, ganz okay.
ja auch was Besonderes. Wieso? Das ist natürlich nochmal eine Schippe draufgelegt. So, weil das ist wieder Carbon, das schaut genauso aus. Infernoport VMAX. Na ja, gut. Na gut, endlich mal was Gutes wieder. Außer Carbo ist das auch noch gut. Ah ja, da haben wir schon was Neues, Tolles, coole Sache. Yeah, yeah, yeah. So, das erste coole, Karte im vorigen Pack. Jetzt haben wir hier ein cooles Volknacklion, das ist auch cool, das habe ich noch nicht. Ist ja auch ankommen, ne, also das kriegt man nicht alle Tage, aber Boritas, cool. Kaguron? Kaguron? Da steht Kaguron. Das Ding heißt aber eine Goro. Okay. Ich schwöre, ich habe echte Karten gekauft. Naja, keine Ahnung, vielleicht ist das also als Fehler oder irgendwie so. Und vielleicht ändern sie das. Und dann habe ich die eine der einzigen Karten, wo Kaguron draufsteht. Und dann ist es voll selten. Wahrscheinlich nicht. So, wir nähern uns mit großem Schritt an den Ende. Aber vielleicht ist es alles nur ein Traum, weil mich Pummel auf in den Schlaf gesungen hat. Und wir haben eigentlich noch so viele Karten. Mal schauen, Snowball ist aber schon neu und direkt in Holo. Krass, krass, krass. Schlaraffel ist selten. Oh Gott. Okay, okay. Umhang der Stärke, der Umhang von Puh. Der Name, das ist schon ziemlich seltsam, der Name. Also ist mal das erlaubt, wenn ich den vergessen habe, oder? Den von Champ von der Gala-Region. Auf jeden Fall Hopp ist sein Bruder. Das ist Hopps Bruders Umhang. Habe ich jetzt gekriegt. Toll. Nur noch drei in Zahlen 3 Packs, wo wir eine Chance haben auf irgendwas Tolles. Ein Klick, zumindest einmal. Dekulente, die habe ich alle noch nicht gehabt. Was ist denn jetzt los? Voll neue Sachen. Voltilam auch noch nicht gehabt. Paras glaube ich auch noch nicht. Multipod, das Holo, okay, dann halt nochmal. So. Ja. Ein großer Parasol, wer will den nicht haben? Gut, dass ich den jetzt bekommen habe. Verrückte Party hat Multipod als Fähigkeit. Also komme ich mir auch vor, als ob ich gerade wegen so einer verrückten Party wäre. Oh, ich sehe da schon eine tolle Karte hervorglitzern. Mal gucken, was das sein wird. Wenn es soweit ist, ist es soweit. Dass wir sehen, Lotek Reverse Holo und aha, die fürsorglichen Pokémon Züchter als Vollbildkarte. Hast du so als auf Deutsch Vollbildkarte? Hm, auf jeden Fall cool. Schaut ganz cool aus mit einem Voldi, ja, Voldi als ja noch dabei und dann wie ist das Ding nochmal? ja, aber Voldi, ich wusste, das ist auch wohl. Das reicht auch wohl. Coole Sache, coole Sache. Noch ein Pack. Vielleicht haben wir nochmal Glück und bekommen irgendwas super Tolles. Zum Beispiel Starra Lili, das habe ich aber noch nicht gehabt. Neue Sachen sind immer gut. Taros, Leoparda, na, wohl eher nicht. Turbo Pflaster. Na gut, na gut, na gut. Jo, dann würde ich sagen, was das hier mit diesem Opening. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ein paar ganz okaye Sachen und ja, freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Jetzt muss ich aber leider wirklich was Dringendes zu erledigen, also tschüssi! Bonus. So, weiter geht's. Wir haben hier auch noch 12 Booster in Pokémon Trading Card Game Online. Ja, ich weiß nicht, ob bei der Webcam oder Farbe irgendwas nicht stimmt, aber gut. Sieht so aus. Meltan und Elemental hier direkt beide dabei. Hydrogel, das habe ich auch nicht bekommen zum Schluss noch. Aber jetzt im nächsten Opening, glaube ich. Sorry, ich spoilere da ganz viel. ja, habe ich jetzt nicht gedacht. Gut. Vergesst das einfach wieder und seid gespannt, was ich im nächsten Opening so bekommen werde. So. Das ist nochmal ein Pestkurier dann. Na gut. Diese tollen Namen. So. Hier muss neu. Der alte WC.
Und Inferno Part V. Cool. Und sonst so. Okay, danke, hallo. Lalalala, ich da mach Kapu neu. Parsec nicht. Okay. Mimigma gibt es jetzt auch gegeben. Ach, schade, dass ich das so wenig nicht bekommen habe. In diesem Opening zumindest nicht, aber vielleicht im nächsten. Haha, schaut mal ran. So, noch ein Melmetal und. Ohoho, ein Donarion wie? Krass. Brands natürlich. Haben wir noch drei zum Aufmachen hier. Dann muss ich die nächste Bonus-Episode aufnehmen. So. Krebit. Krebit, Krebit, Krebit. So. Nochmal zwei seltene. Na gut. Das ist ja alles spitze. So, jetzt nicht mehr viel neu. Nur noch eins aufmachen. Ja, das ist der letzte. Gut, schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas Neues dabei haben. Ja, das Fossil da und Svarones. Na gut, so, dann klicken wir mal auf fertig. Und hier bin ich auch fertig mit diesem Opening. Danke fürs Zuschauen nochmal und tschüssi.